Moin Mädels! Moin Jungs! herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Kato de Kalle Kuschinski oder auch einfach nur Kalle, wie es ja auch im Kanaltitel steht. Wie der Titel es vielleicht schon verrät, wende ich mich heute mit etwas Ernsteren an euch. Kleine Anmerkung trotzdem nochmal vorab, auch wenn ich über Themen spreche, die mich persönlich sehr bewegen oder beschäftigen vielleicht, versuche ich das Ganze immer so ein bisschen, ja, mit Humor zu nehmen, sag ich jetzt einfach. Naja, ich habe gestern die 300.000er-Marke auf YouTube geknackt. Ehre geht raus an alle TikToker da draußen, die mich nicht in ihren Clips verlinkt haben von meinen Bus-Simulator-Videos. Ich sehe euch, ich werde euch finden und dann gibt's einen auf dem Morse. Markiert mich in den scheiß Clips, wenn ihr die schon postet. Das soll heute gar nicht Thema sein, nicht wahr? Denn wie der Titel schon verrät, habe ich mit gewissen Dämonen zu kämpfen an dieser Stelle. Und ich möchte dazu sagen, ich versuche sowas immer so ein bisschen mit Humor zu nehmen, beziehungsweise auch unterhaltsam zu verpacken. Denn Trübsalblasen kann jeder. Warum mache ich dann so ein Video? Naja, um auch einfach mal ein bisschen Transparenz zu zeigen und auch einfach mal zu zeigen, dass hier auch eine menschliche Person sitzt, die auf jeden Fall hier und da mal über Dinge nachdenkt. Das kann ich auch schon mal sagen. Naja, das erste Video hochgeladen auf diesem Kanal habe ich vor fast 6 Jahren mittlerweile. Und so wirklich ernst genommen habe ich das vielleicht vor, ja, 2,5, wenn man so will. Naja, und Teil meines Berufs ist das Ganze hier seit 2017, also seit ein bisschen mehr als 4 Jahren. So wirklich als YouTuber sehe ich mich tatsächlich aber erst seit 2,5 Jahren, so wie man ungefähr das jetzt einschätzen möchte, nicht wahr? Naja, in der Zeit habe ich natürlich auch einiges gelernt, einiges mitgenommen, einiges an Erfahrung gesammelt. Ich musste mich erstmal mit der Kommentarkultur auseinandersetzen und auch merken, dass man da nicht alles so nah an sich ranlassen darf, ne? Auf der anderen Seite gab es aber auch Momente, wo mich die Kommentare total überwältigt haben und ich einfach gar nicht mehr wusste, wohin mit meinen Glücksgefühlen. Verstehst du, wie ich meine? Naja, und als YouTuber habe ich das Gefühl, man probiert sich sowieso generell immer viel aus. Naja, und seit geraumer Zeit gibt es auf meinem Kanal einen festen Upload. Plan. Das bedeutet, es kommt dann immer an den gleichen Tagen um die gleiche Uhrzeit, auch wenn ich an manchen Tagen schon ein bisschen später war, bin ich early. Da gibt es aber trotzdem Video, verstehst du, wie ich meine? Immer montags, mittwochs, 19 Uhr, schreibt ihr das endlich auf den Ass. Naja, mit dem Erreichen der 300.000 Abonnenten kommt also dann irgendwie auch wieder so ein bisschen das Glücksgefühl hoch, der Kanal wächst, das ist Ehre im Arsch, das finden wir alle ziemlich nice. Gleichzeitig muss man aber auch wirklich mal zugeben, die Abonnentenzahl auf YouTube sagt per se gar nichts mehr darüber aus, wie viele Leute wirklich deine Videos schauen wollen, beziehungsweise wie viele sie empfohlen bekommen. Da der Algorithmus sich ständig irgendwie anpasst und das mit den Empfehlungen blickt sowieso nicht so wirklich jeder. Titel und Thumbnail sind natürlich auch immer Dinge, die da super mit reinspielen. Und da bin ich auch ehrlich, da bin ich jetzt kein Profi drin. Manchmal habe ich Glück, manchmal eben nicht. Naja, mit diesem Video möchte ich eigentlich 2 Probleme ansprechen, die mich persönlich betreffen in meiner Berufswelt und wo ich finde, das bringt dieser Beruf irgendwann vielleicht mit sich. Ich spreche, wie gesagt, erstmal nur für mich. Wenn es aber Kollegen gibt, die sich ähnlich fühlen, würde ich mich übelst freuen, wenn das in den Kommentaren auftauchen würde. Und natürlich auch bei euch anderen Zuschauern, wenn ihr ähnliche Situation schon mal erlebt habe. Ich fühle mich zahlenkrank. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Denn ich als Creator schaue immer darauf, wie viele Klicks mache ich denn eigentlich mit meinen Videos? Wie gut kommt das Video denn an? Es gibt dieses YouTube-Dashboard, ja, da wird dir unter den letzten 10 Uploads immer gesagt, wie scheiße ist dein aktueller Upload? Ich glaube, mit dem Video von letzter Woche habe ich ziemlich viel Glück. Das ist ein Sülze-Video, die kommen eigentlich in der Regel immer gut an. Nur bei diesem Dashboard ist das Problem, wenn du eine 10 von 10 hast, dann ist das übelst kacke. Und das sagt YouTube dir direkt ins Gesicht. Oh, das ist scheiße, die Leute gucken nicht so gerne zu. Es erreicht nicht so viele Leute wie sonst in deinen Videos. Weniger regelmäßige Zuschauer werden aktiviert. Das sind so die Formulierungen, die man da erwarten darf. Das ist natürlich mega frustriert. Ich gebe mir in der Regel natürlich super viel Mühe bei meinen Videos und will natürlich, dass alle gut ankommen. Und dass das nicht geht, ist natürlich auch relativ klar, denn es kann sich nicht jeder Zuschauer für alles interessieren. Trotzdem muss ich sagen, das, was dann in meinem Body passiert, mit dieser Zahl, mit dieser 10 von 10, weil es hat nur 50.000 Klicks anstatt 120.000 Klicks, wie jetzt wieder die letzten Bus-Simulator-Videos, die natürlich extrem gut ankommen. Ist natürlich für mich auch dann ein Zeichen zu sagen, okay, das ist der Content, den die Leute sehen wollen, wenn ich jetzt irgendwie sowas wie so ein Putz-Simulator im Weltall spiele, scheint nicht so viele zu interessieren. Oder Nithop mit meinem Kollegen Maxim ist vielleicht auch nicht so das, worauf die Leute jetzt pochen. Naja, und die Angst, die dabei dann aufkommt, ist irgendwie, sollte es eine Reihe von Videos geben, die nicht so gut performen wie die davor, wenn es immer eine 10 von 10 ist, dann macht man sich einfach Gedanken. Wenn du immer eine 10 von 10 hast. Das ist halt nicht gut auf YouTube. So 1 bis 3 ist immer nice. Und alles darunter ist immer so, ich spring gleich von der Brücke. Zumindest, wenn man das Fulltime beruflich macht.
Ich bin ja kein Daily Streamer, der jeden Tag auf Twitch ist. Und auch da kann ich mir vorstellen, dass es einige Kollegen gibt, die so denken, Alter, ich hatte letzte Woche jeden Tag 1000 Zuschauer, diese Woche nur 500. Und man will das natürlich auch nicht immer im Chat lesen. Man will das nicht immer in den Kommentaren lesen. Man will nicht lesen, wieso hat dieses Video so wenig Aufrufe? Wieso hast du so wenig Zuschauer? Das ist einfach unangenehm, ja? Weil man gibt sich trotzdem genauso viel Mühe wie in der Woche davor. Aber gleichzeitig ist es auch super frustrierend, wenn man alles gibt und nicht die gleichen Ergebnisse erzielen kann wie vor ein paar Wochen oder sonstiges. Natürlich habe ich mich hier an dieser Stelle auch schon mit Kollegen ausgetauscht. Und ich habe natürlich auch schon Erfahrungswerte, die in die gleiche Richtung gehen, mitbekommen. Jeder hat aber seine eigene Art, damit umzugehen. Und für mich triggert das irgendwie, vielleicht auch unbegründet, eine Existenzangst. Weil ich mache das Ganze hier beruflich. Ich muss immer irgendwie abliefern. Sei es hier auf YouTube, sei es auf Twitch, sei es in meinen Social-Media-Profilen. Und die Leute, die mich unter euch schon ein bisschen länger verfolgen, wissen auch, dass ich immer mal so ein bisschen transparenter bin. Hier und da vielleicht ein bisschen mehr Privates droppe, als vielleicht andere Kollegen aus meinem beruflichen Umfeld. Ja? Und das ist auch völlig fein. Ab und zu mache ich ja diese Frau Müller-Videos, wo ich irgendwo was eingekauft habe und es einfach komplett in die Hose geht, ne? Naja, und ich habe ja auch schon meine ganze Lebensgeschichte hier auf YouTube verewigt, beziehungsweise den Teil, mit dem ich sehr hart zu kämpfen hatte. Und auch da habe ich gemerkt, es findet super viel Zuspruch, weil die Leute an einigen Stellen relaten können. Relatable Content. Das ist das, was die Leute wollen. Relatable Content. Meine Katze heißt Mouncy. Ah! Ja, das Ganze führt dann dazu, dass ich bis in die Nacht immer wieder die Zahlen checke, immer wieder gucke, wie viele Klicks macht dieses Video eigentlich. Weil YouTube sagt einem auch, du machst im Durchschnitt immer so und so viele Klicks. Das sind immer typische analytische Richtwerte, die einem angezeigt werden und das ist auch völlig normal. Und wenn YouTube dir dann sagt, normalerweise machst du immer so und so viele Klicks mit deinen Videos, weil YouTube sagt einem nicht, ob du kacke bist. YouTube sagt einem nur, das Video performt nicht so gut. Aber nicht genau warum. Das muss man alles selber rausfinden. Und da muss man glücklich sein, wenn man Leute hat, die einem das sagen können oder die einem dabei helfen können. Und das hat man nicht immer. Das ist schwierig. Und an die Leute unter euch, die sich jetzt fragen, warum erzählst du es denn überhaupt? Ich meine, ja, okay, läuft nicht immer geil, aber das wissen wir ja schon. Ist bei uns ja nicht anders und wir haben nicht das Glück wie du. Der Punkt ist für mich, dass super viele Creator da draußen sich immer so geben, als wäre alles tippitoppi. Als würde immer alles super laufen. Als gäbe es überhaupt keine Probleme. Als wäre es immer so, wie man die Person in den lustigen oder vielleicht einfach nur unterhaltsamen Videos, egal aus welchem Bereich, das muss jetzt nicht nur Gaming sein, das kann auch Lifestyle sein, das kann auch Reaction-Content sein oder sonstiges. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass euer Lieblingsstreamer oder Lieblings-YouTuber auch mal diesen Moment hatte. Ich weiß, ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Das macht mich irgendwie alles fertig. Wie geht man damit um? Die Influencer sprießen ja nur so aus dem Boden. Jeder ist heutzutage irgendwie Influencer. Gerade TikTok, wir haben es ja vorhin so ein bisschen angerissen. Da gibt es einfach Kanäle, die explodieren. Aus dem Nichts. Was passiert hier oben in The Birne drin? Verstehst du, wie ich meine? Was ist, wenn man auf TikTok irgendwie 15 Jahre alt ist und auf einmal Millionen von Aufrufen auf seine Clips bekommt? Und nach 3 Wochen ist das Ganze eventuell wieder vorbei. Man denkt sich so, oh, was ist los? Mögen die Leute mich nicht mehr? Das macht ja auch mit dem Bewusstsein irgendwas, mit der Psyche vielleicht sogar. Es ist, glaube ich, nicht so easy. Ich glaube, das ganze Thema Reichweite wird von einigen Leuten extrem unterschätzt. Viele wollen sie einfach haben. Doch wie geht man damit um, wenn es mal nicht so gut läuft? Jetzt aktuell versuche ich mich natürlich ein bisschen davon zu lösen und nicht nur auf die Zahlen zu schauen, aber sie spielen immer eine Rolle. Wie gut performt das letzte Video? Wie viele Zuschauer habe ich im Stream? Gebe ich euch Brief und Siegel? Ich könnte euch jetzt keinen Streamer nennen, den das nicht interessiert. Aber wenn wir schon mal bei anderen Streamern sind, können wir auch gleich in den zweiten Teil übergehen, beziehungsweise darüber sprechen, was ich sonst noch für eine Phobie habe. Und zwar so eine Art Menschenphobie, wenn man das so sagen kann. Denn es gibt da draußen natürlich Streamer, die ich ziemlich cool finde. Ich habe einfach Angst, die anzusprechen. Es ist stupid. Ich habe Angst, Kollegen von mir anzusprechen. Hey, ich finde cool, was du machst. Wollen wir nicht mal zusammen? Und wenn ich das dann mal gemacht habe und keine Nachricht zurückkommt, da mein Brain exploding, Alter. Weißt du, wie ich meine? Weil dann denke ich mir, was ist falsch mit mir? Warum antwortet mir die Person nicht? Habe ich öffentlich irgendwas gesagt, was die Person vielleicht triggern könnte? Benehme ich mich einfach daneben und die Person will es mir nicht sagen, weil wir eh keinen Kontakt haben? Da werden in meinem Kopf ganz viele Schubladen aufgemacht und es rattert sich einfach nur durch die Kartons. Ich sag's, wie es ist. Und am Ende des Tages hat die Person das eventuell einfach nur nicht gesehen, hat es vergessen, mir zu antworten. Na, oder sie findet mich wirklich kacke und hat einfach keinen Bock, mit mir zu interagieren. Aber wenn ich dann zum Beispiel sehe, gerade auf Twitch ist es, glaube ich, momentan eine Riesensache, dass viele verschiedene Creator miteinander kooperieren. Da sind irgendwelche Valorant-Turniere, da ist irgendwie ein Wreckfest-Turnier, es gibt irgendwelche RP-Server. Und an sich viele Leute, die ich cool finde, die da mitmachen, aber Kalle nicht. Warum macht Kalle da nicht mit? Kalle keinen Bock? Kalle keine Zeit? Oder hat Kalle Angst zu fragen? Oder wird nicht gefragt? Und der letzte Satz ist der wichtigste. Please call me, Bröki. Please call me! Oder ein Wreckfest-Turnier, was von den Beatsmeets letztens organisiert wurde. Sitze ich dann da. Sepp! Please! Und eigentlich
müsste von mir ja auch was kommen. Das bedeutet, ich habe ein bisschen Angst, rejected zu werden. Aber ich habe auch Angst, dass mich keiner mag. Das ist eine scheiß Kombination. Trust me. Es gibt immer natürlich trotzdem Kollegen, die mir schreiben. Also zum Beispiel bei dem Rustplatz-Ding. Da hat mich Shoyoka ja gefragt. Kalle, es gibt bald diesen Rustplatz-P-Server in Rust. Hast du Bock, da mit mir zu zocken? Ich frage noch ein paar andere Leute. Und ich habe dann gesagt, ja klar, bin ich dabei. Und dann hat mich zum Beispiel der Niklas von Bonjour gefragt. Hey Kalle, ich mache jetzt hier so ein Minecraft-Ding. Willst du da nicht mitmachen? Und da hatte ich einfach schlichtweg keine Zeit mehr für, weil ich dann meinen Contentplan so strukturieren wollte, musste, dass der Sonntag, wo das immer stattfindet, nicht in Frage kommt. Bedeutet, ich musste ihm absagen, aber in mir war schon so, nein, ich habe ihn abgesagt, er hasst mich jetzt. Don't hate me, because I'm beautiful. Ich möchte einfach nur sagen, hinter der Kamera sitzt auch jemand, der auch Insecurities hat. Hinter der Kamera sitzt auch jemand, der sich immer fragt, wie geht's weiter? Was ist der nächste Schritt? Und ansonsten gibt's bald das 300.000 Abonnenten-Special. Es wird kein Hardpass sein. I tell you what I mean. Aber es wird was sehr Cooles. Deswegen muss ich jetzt hier auch auflegen, denn bald kommt jemand, mit dem ich das aufnehme. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like und Kommentar da. In Ehre, euer Kalle Kuschinski.